Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dübe Detlef and Friends. Hallo Bolle. Hallo. So. So, jetzt ein paar Gefechte, wo wir gut gewinnen. Mit ein bisschen Schaden wäre auch nicht schlecht. Schaden wäre gut, ja. Oh, was wird denn da wieder genascht? Hörst du noch? Oh, 3T10, ey. Das werden bestimmt meine Freunde werden gleich. Was für ein Name. Wer macht 1, 2, 3, 4? Jawohl. Spotte! Ja, sie spottet ganz hinten lang. Irre. Da wird wohl nichts mit Spot, wa? 13,90 ist schon vorher fahren, ich hab einen Baumfällen sehen. Tja, der T10 unten, das ist erstmal gut für mich. Der gegnerische. Ja, die Ruhe fährt tatsächlich auf den Berg. Und das aber auch nicht wirklich, ne. Er hat ein bisschen Angst. Tja. Ruhe, deinen Job hast du nicht gemacht. Doppel-IS-7, 2T10. Wenn ich die ja gleich treffe, dann... Oh, T54. Der schon oben ist. Das nimmt, glaube ich, ein schnelles Ende hier oben. Oh ja, macht es auf jeden Fall. Scheiße. Ach, die Kacke. Ach, er steht aber auch gut, ey. Und dadurch, dass das scheiß Objekt hier ist. Scheiße. Ketten ist ja schön, ey, aber Schaden machen wäre auch ganz cool. Tja, mit wie viel Pen komme ich denn bei dem guten Objekt durch? 240, 270, 300, keine Ahnung. Also ich habe auch noch keine gute Position gefunden oder Stelle gefunden, wo man das Ding durchschlagen kann, muss ich sagen. Ja, Unterwander mit Heat geht auf jeden Fall. Ja, man muss erstmal rankommen. Wenn die Uhr down steht, ist blöd. Ja, aber ich kann ganz gut farmen gerade. Das stellt sich nicht an. Das Problem ist, es ist trotzdem hier zu viel. Ah, E3 kommt. Ach, auf der Oberwanne darf ich natürlich nicht kommen. User joined your channel. Morgen. Morgen. Arni? Ich streame gerade, ja. Oh. Deswegen bin ich ja in dem Channel. Ich hab's verpeilt. Sorry. Nur da oben. Jo. Oh nein. User left your channel. Nee,
Oh, die Grille, Mann. Die steht natürlich dahinter. Und sie kommt durch den Deckel durch. Aber wir konnten sie ein bisschen vertreiben. Das ist schon mal gut. Oh nein. Komm, 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 komm. Eins hier. Ich prall ab. Schade, wer macht fertig weiter vor? Komm, wer macht? Trau dich. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Komm. Ich weiß doch, du willst es auch. Ja, das macht er nicht schlecht. So wirklich weit hochfahren tut er nicht. Schade. Schade, schade, schade. Ich habe schon wieder einen Soundbug, Mann. Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Nein, T30, nein! Ja, ja, Hauptsache Moonhit, ne? Du Affe. Hä? Was habe ich denn jetzt repariert? Nein! Scheiße! Ich hab einen Moonhit. Ich weiß nicht, was ich repariert habe gerade. Auf jeden Fall. Eigentlich. Ja, muss ja wahrscheinlich. Scheiße. Oh, ich hätte immer noch so gut Schaden machen können. Ich kette ihn. Naja, das war's. Für mehr hat's nicht recht. Ich denke mal, die Arti wird zu spät aufgehen. Ja, oder zu früh, besser gesagt. Wie lange hast du denn noch? 4 Sekunden. Ah, sieht noch gut aus. Was ich denke. Warte. Ja, die Frage ist, wo ist er? Und naja, hier hinten in der Ecke. Naja, aber wo? In der Ecke. Ja, ich weiß, Ecke. Ecke, Ecke. Ecke. Jetzt müsste eigentlich aufgehen. Noch ein kleiner, schneller Schuss. Ach, der Soundbug. Wer liebt ihn nicht auch? Wieso? Der ist doch mit dem nächsten Patch erledigt. Ja, also ich frage mich auch wirklich, wieso das, wie so ein Scheiß. Oh, zweite Gunmark. Hup, hup. Für so wenig Schaden, ey. Läuft ja. So, ich muss mal ganz kurz neu starten. Soundbug des Todes. Lalalala. Alter, es knispert so laut, ne? Es hört sich aber eher wie Chips an oder sowas. Ich weiß nicht, wie viele Stunden der die Ausrüstung abgleichen will hier. Habe ich so viel neue Ausrüstung bekommen? Ich glaube nicht. Es knistert so dolle, weil ich immer die Tüte mitnehme, damit es nicht so kleckert, weißt du? Also ah, hier. Naja. Wahnsinn. Wahnsinn.
So, gucken wir mal, wie lange es hält, bis der Soundbug wieder kommt. Tja, ich würde nur gerne wissen, wieso ich die zweite Gunmark verdient habe, weil viel Schaden habe ich nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel Spot waren, aber so richtig viel waren es, glaube ich, auch nicht. Vielleicht kombiniert 3-3-3-5 oder sowas? Für keine Ahnung. Die zweite brauchst du nicht viel. Ne? Hm. Naja, das ist doch schön. Besser ich auf jeden Fall so nach und nach jetzt ein bisschen den T10 auf. Das wäre ganz gut. Ja, ja, ja. Jo, 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 jo. E7 und AMX50B im Team. Na, wenn die mir gleich entgegenkommen, dann kannst du rumdrehen. Ja, ist ruckizucki Ende. WZ? Oh, sind drüben. Das ist aber scheiße. Hier drüben bin ich. Ja, aber du stehst ja noch. Nein, bin schon. Nee. Wobei die E7 noch nicht aufgegangen ist. Und die Grille ist auch. Die sind auf jeden Fall sehr stark drüben vertreten. Ach, Zentrum ist da. Und der giert schon. Ja, die E7 ist tatsächlich hier. Das ist natürlich... gibt irgendwie Besseres. Zentrum macht das aber auch gut, ey. Tja, wenn unsere Heavys hier mal ein bisschen vorfahren würden und mal ein bisschen ihre HP einbringen. Aber nein. Nein. Na, jetzt kommt die E7 noch dazu. Jetzt habe ich gleich richtig Probleme. Ja, ich treffe ihn auf der Oberwanne. Ja, jetzt kommen sie vor. Schöne Scheiße. Oh, ach, Alter, gut. Diese Kiste trifft echt nichts, ey. Oh, der Zentru, Alter. Was ist denn mit ihm nicht richtig? Wie kann man denn so viel gute Schüsse machen? Ja, wird er immer noch stehen. Und gieren auf mich. Ja, da ist er. Ja, das macht er gut. Alter, ich komme nicht durch. Beim 257 komme ich nicht durch und bei der E7 komme ich auch nicht durch. Treffe auch nicht, ey. Also WZ ist echt kacke. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vorfahren brauche ich nicht mehr. 500 live. Der ging nicht durch, der ging nicht durch. Ja. Der ging nicht. Er hittet mich wieder. Hätte ich mal noch eine Sekunde gewartet. Ja, jetzt drücken sie aber, das ist gut. Und ich kette ihn nur. Ich verstehe nicht, wie dieser Kettentreffer. Naja, wobei, ja, doch. Ich verstehe es doch schon.
Das verstehe ich nicht. Das war so ein schöner Schuss. Ah, der Rico snackt von hinten. Nein, der snackt gar nichts, weil die gar nichts trifft. Das ist wie meine Gun halt, ne? Sieht man ja in meiner HP. Wobei ich ja sagen muss, ich habe ein bisschen Glück gehabt. 11 HP, jetzt nur noch mal kurz hier so ein Heavy anditschen. Und das rucki-zucki Ende. Davor habe ich auch so ein bisschen Angst, ne? Und die fahren auch so. Die wollen mich unbedingt töten. Unsere E7 säuft ab? Nee. Tja, der WZ wird vorne gucken, ne? Na. Na, das wäre ein Lucky Shot gewesen. Ja! Ah, oh, natürlich, Grille. Oh, ich habe gedacht, ich habe Schaden gemacht und habe mich schon gewundert, warum er nicht stirbt. Und dabei warst du das. Ja. Oh. 322. Ich verstehe. 333. Ich verstehe die Gun manchmal nicht. 258 Durchschlag, ne? Und das ist einfach nur traurig. Nein. Ich komme irgendwie nicht auf den Schaden mit dem Ding. Ich kann nur mal machen, was ich will. Das ist blöd. Blöd, blöd, blöd. Da mache ich fast mit dem hier mehr Schaden, ja, und das ist nicht unbedingt der bessere Panzer. Oh. Top Tier! Ja, aber auch gute Top Tiers gegen uns. Keine Ahnung. Scheißegal. Ah, 1000 Kebab, Junge. Ja, aber lass dich von dem Namen nicht täuschen. Diesmal sagt der Name leider nicht so viel aus. Unten lang drücken, oder? Tja, was anderes wüsste ich leider nicht. Ich bin leider für viele Aktionen hier einfach zu langsam. Ich glaube, egal wie gut es läuft, ich fahre gleich den Damage hinterher. Jetzt war ich gerade auf Geschwindigkeit und fahre gegen eine Häuserecke. Sehr schön. Das ist ziemlich deprimierend, wenn ich fast selbst ein OE abzieht. Neue Geschwindigkeit. Ja, ich sag mal, ich hätte ihn mir nicht geholt, aber er war halt im Angebot. Deswegen habe ich zugeschlagen, sonst hätte ich nicht zugeschlagen. Tja, ISM wird auf jeden Fall kommen, ja.
Wenn der Emir 1 hier ist. Ich hoffe mal, dass der Type jetzt hier, dann kann ich hier mal vielleicht noch ein kleines Abspritzerchen machen. Ups. Wenn der IS-2 dir mehr Damage drückt als du ihr. Mann, Mann, der Mann. Moment, in dem du. Emi kommt. Oh. Ja, lass ihn kommen. Ja, aber er ist gleich da. Ja. Und ich bin alleine hier. Nein, ja. Der dir steht auch noch. I hope so. Ich sehe es ja nicht so richtig. Komischerweise. Schönes Front. Die PL würde ich gerne mal rein. Oh. Och, echt, Mann, warum muss denn der ISM vorfahren? Den wollte ich doch ja auch nicht beschießen. Ach, ist noch der Kleine. Was denn? ISM? Der Kleine. Ja, der hat die kleine Gun und den kleinen Turm noch drauf. Ganz oben durch den Turm, wo man... Tja, bei uns sind sie hinten durch. Ja, ich treffe nicht. Kannst du hochgucken? Nee. Wegen der IS-2. Ah, jetzt zieht er sich komplett zurück. Fährst du hinterher, ne? Hm. Ich drehe mich mal um. $293, Alter. Oh, 301. Ich komme. Hm. Hieronimo. Da gibt's auf jeden Fall ein bisschen was zum Farmen. Ja. Ich gehe auf, aber der Gegner geht nicht auf, ne? Das ist doch immer gut. Tja, das ist jetzt kacke hier. Ja. Also ist noch easy zu gewinnen, aber... Wenn du jetzt da von der Seite kommst, ist glaube ich ganz gut. Der Gegner ist auf jeden Fall gekettet da. Arti hat... Eine. Zwölf T ist da. Zwölf T hat die Fressen. Ach, ach, die hat. Jetzt schießt hier noch ein Chito auf mich. Ja, ja. Ich komme. Ja, ich bin tot. Nein. Wie, nein? Doch, bin ich. Ich komm. Der kettet mich dauerhaft. Motor kaputt. Jo. Leider zu spät. Machbar auf jeden Fall, Rigo. Also der ist One-Shot. Hm. Den habe ich, also aber HE One-Shot.
Ich glaube 60 oder so hat er noch. Ich habe leider geloholt. Sind sie natürlich zu zweit drin, scheiße. Kacke. Der hat nicht schon wieder durchgekappt. Da ist die Arti so gegenwärtig und schafft es tatsächlich. Scheiße. Ja, es reicht. Weil die Arti reingefahren ist. Wenn die Arti nicht reingefahren wäre, hätten wir es geschafft. Schade. Oh. 10 Sekunden. Na, nicht mal 10. Nee, 5. 5 hätten gereicht, ja. Fuck, ey. Tja, so ist das manchmal. Komischerweise gewinnen heute die anderen irgendwie mehr als wir. Aber es liegt nicht unbedingt an uns. Nicht unbedingt. Vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. SFX. Die guten X4. Ja, natürlich, da drüben keine schlechten, ne? Auch Hulz ist drüben. Ja. 9 TD. Na gut, okay, aber das ist, glaube ich, Drittclan ist das, glaube ich. Aber das ändert nichts daran. Ja, Hulz, das ist nicht der beste Panzer, wie gesagt. Den bin ich auch gerade gefahren. Aber wenn sich unser Team deppig anstellt, dann werden sie auf jeden Fall abfahren. Davon kannst du ausgehen. Die Frage ist eher, wie gut trifft der von 9 TD? Kann man mal ein bisschen pieken, ohne dass man gleich direkt einen dicken Hit kriegt, oder? Ah, ich bin als erstes aufgegangen direkt. Weltklasse. Jo, er trifft gut. Schafft's natürlich in seiner Kacklücke, ne? Nein! Ja, oh, ich schieße am 13.90 vorbei. Fährt natürlich so eng vorbei, dass er schön spottet für seine Hurenarti. Ach, Alter. Ah, die Arti hat woanders hingeschossen. Auf 113, ach schön. Hat er gut gemacht. Wenigstens nicht auf mich. Oh, Scorpion. Und ich schieße daneben. Ich weiß schon wieder nicht, wo dieser Schuss hingeflogen ist. Oh, schöner Hit. Die Kugel ist aber auch 3 Stunden unterwegs, ey. Oh, 13,90 fährt unten lang. Oh, das ist gut. Das ist nicht hier. Nee, das ist nicht gut. Aber die Badget ist hier. Oh, es klingelt an meiner Tür. Und da muss ich tatsächlich hingehen. Das ist nämlich ein Paket für mich. Scheiße. Ich bin gleich wieder da. Ja, meine neue Tastatur ist an die Kuppe. So viel scheine ich ja nicht verpasst zu haben, zum Glück. Was macht Hulz da? Ja. So richtig in Zeit gekommen, um Hulz rauszuholen. Jawohl. Kannst du auf die Patchet wirken? Nee, ne? Nee, steht in der Kuhle. Tja, warum wollte der da unbedingt drüber drücken? Das heißt eigentlich, da stehen wahrscheinlich 4 Panzer auf dem Berg, ey. Anders, yo. Sie gehen alle auf. Und ein Kinderwerfer ist da.
Ich habe auf den Kinderwerfer geschossen, habe einen Skorpion getötet. Ach, ist das geil. Ja, jetzt drücken sie ja natürlich extrem. Fuck. Ich fahr mal zurück. Ich guck mal, dass ich da irgendwie mitwirken kann. Fehlt. Nochmal verfehlt. Komm zurück. Komm zurück. Nee. Ja, der nee. Kinder. Ja, der Kinderwerfer steht da oben, aber ich bin ja jetzt unten in der Kohle drin. Ja, da steht aber noch mehr. Da können wir noch ein CDC heute rubbeln. Ja, der, nee, der CDC ist. Der CDC ist One-Shot. Da ist die Tortoise, okay. Sind der CDC hin, Mann. Das ist ärgerlich. CDC hat. CDC? Ja, der muss hier hinter mir sein. Ich fahre jetzt wieder ein Stück zurück. Muss irgendwie außenrum sein. Der Kinderwerfer hat, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Vielleicht 1000 noch oder so. Ja, irgendwie. Ich hab keine Ahnung, wo der sich versteckt. Oh, lol. Guck mal, wo der hingefahren ist. Krass. Das war wirklich komplett einmal außenrum. Aber da muss er ja wirklich. Lol, ja, da richtig Eier. Wo ist denn der lang gefahren? Oben drüber oder was? Ja, muss oben, genau wo ich unten war, in der Kuhle, muss er oben drüber sein, aber so schnell. Und dann wirklich konsequent hinten drüber, ohne Sinn und Verstand eigentlich. Krasse Scheiße. So, jetzt darf ich mich hier mal nicht one-shotten lassen, das wäre ganz toll. Jupp. Gut Job, Team. Gut Job. Dead Tortoise. Jawohl. Jupp, 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 jupp. Da hat mir meine kleine Paketabholservice hat ganz gut getan, Mensch. Habe ich wahrscheinlich das Game verpasst, wo ich gestorben wäre. Ja, stell mal vor, ich stehe da vorne noch und der Kinderwerfer oben schießt einfach mal. Zweite Gunmark. GZ. Piu, piu, piu. Tja, da habe ich den Scorpion rausgenommen. Nicht schlecht, ey. Nett. Oh ja, na, du konntest ja wieder wunderschön farmen. Das sind wieder genau die Panzer, die dir liegen, ne? Die schönen Assi-Panzer. Ich weiß gar nicht, zeitlich sind wir, glaube ich, schon am Ende. Ja. Ja, ja, dann danke, dass du zugesehen hast. Ja, danke, dass du wieder mitgefahren bist, Bolle. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann, tschüss.